18 Spiele, 18 Siege und ein Torverhältnis von 104:5. Das ist die unglaubliche Bilanz von Borussia Dortmund in der Frauenbezirksliga. Ein weiterer Erfolg und der vorzeitige Aufstieg in die Landesliga wäre perfekt. Die Favoritenrolle beim Duell mit dem Bambeler SV ist heute also allemal geklärt. Und der BVB hat sogar schon vor dem Anpfiff einiges zu feiern. Nach 542 Tagen Abstinenz kehren die Dortmunder Frauen zurück in ihre gewohnte Heimstätte, zurück in das Stadion Rote Erde. Auf den Bambeler SV wartet also definitiv keine leichte Aufgabe. Die heutigen Gäste befinden sich derzeit auf Abstiegsplatz 12 und warten seit etwas mehr als einem Monat auf ihren dritten Saisonsieg. Rein ins Spiel, den besseren Start erwischten die Dortmunder in den traditionell schwarz-gelben Trikot. Gerade mal die zweite Minute ist es, in der wir uns befinden. Wir sehen den ersten Aluminiumkracher und wir sehen auch schon direkt den ersten Treffer. Erst ist es Mia Bedarf, die den Ball an die Latte buxiert. Und dann Vanessa Kuhl, die eiskalt abstaubt. 13. Saisontor, sie trifft hier gegen ihren Ex-Verein. Und mit der Führung im Rücken bleibt der BVB dann die bessere, die spielbestimmende Mannschaft. 8. Minute, weiter geht's nur in eine Richtung. Vanessa Kuhl eben noch als Torschützin aufgetreten. Hier sieht sie am zweiten Pfosten die eingestartete Marie Grote. 8. Minute, 2:0. 18. Saisontor für Marie Grote bereits. Damit ist sie Stand jetzt vor Mandy Reinhardt die beste BVB-Torschützin. Und die Dortmunderinnen, sie machen einfach weiter wieder. Nur 3 Minuten später, Vanessa Kuhl, klasse Annahme, klasse Abschluss, 3:0. Vanessa Kuhl macht das hier richtig stark. Die 29-Jährige trifft übrigens nicht nur für den BVB, sondern arbeitet sogar hier. Seit 2016 kümmert sie sich um Marketing und auch um soziale Projekte. Ganz sozial ist das aber nicht, was der BVB hier heute mit der Bambeler Defensive veranstaltet. 25. Minute, 4:0. Mandy Reinhardt wird gesucht und dann ist es Marie Grote, die eiskalt abschließt. Großes Durcheinander in der Bambeler Abwehr und Grote bleibt dann eiskalt und erzielt hier ihren Doppelpack. Und der BVB zeigt weiterhin kein Erbarmen. 29. Minute und schon wieder zappelt das Leder im Bambeler Netz. Und schon wieder ist das Ganze richtig schön gespielt. Freistoß Vanessa Kuhl findet Mandy Reinhardt und die hat das Auge für Marie Grote. Die Spielerinnen des Bambeler SV dürften langsam aber sicher wissen, dass diese vorzeitige Dortmunder Meisterschaftsfeier für sie wohl eher überhaupt nicht gut ausgehen wird. 38. Minute, das halbe Dutzend ist voll, weil Marie Grote eiskalt gegen Torfrau Caroline Becker abschließt. Für Grote ist das 21. Saisontor und sie ist damit die zweitbeste Torjägerin der Bezirksliga Staffel 4 hinter Maria Asneimer von Loh Hauserholz. Die hat allerdings 34 Mal bereits geknipst, also außer Reichweite. Zumindest vorerst, denn wenn der BVB so weitermacht, dann ist das nicht unbedingt außer Reichweite. 40. Minute, 7:0. Virginia Glänzer bedient Mia Bedarf. Die Bambeler Hintermannschaft kann einem heute einfach nur leid tun. Das 7:0 ist dann allerdings auch endlich der Halbzeitstand aus Bambeler Sicht. Maskottchen Emma feiert bereits mit den Fans den Dortmunder Aufstieg in die Landesliga. Rein in Durchgang 2, neue Halbzeit, altes Bild. Die Dortmunder am Drücker und die Dortmunder mit Treffern. 53. Minute, Mandy Reinhardt, 8:0. Für sie ist es bereits das 18. Saisontor mit dem Heber rein ins Glück. Und die Dortmunder, sie zeigen auch nach dem Seitenwechsel überhaupt kein Erbarmen. Wieder nur 3 Minuten später und jetzt wird's kurios. Lau mit der Hereingabe, der Ball prallt einmal auf, an die Latte und dann steht Reinhardt da. 9:0 und diesmal kann man Torfrau Caroline Becker wohl eher nicht aus der Verantwortung ziehen. Hier sieht sie überhaupt nicht gut aus. Ein Treffer fehlt also noch zum 4. zweistelligen BVB-Sieg in dieser Spielzeit und dieser Treffer, er sollte nicht lange auf sich warten lassen. 5 Minuten später, 61. und das ist schon wieder Mandy Reinhardt. Zweiter lupenreiner Hattrick in diesem Spiel. Marie Grote traf zwischen der 25. und der 38. Minute dreimal in Serie. Mandy Reinhardt braucht für dieses Kunststück nur 8 Zeigerumdrehungen.
Es steht also 10-0, aber wer jetzt dachte, mit der zweistelligen Anzahl haben die Dortmunder genug, der hat sich gewaltig getäuscht, denn es bleibt noch eine halbe Stunde für den Wambeler SV, die es irgendwie zu überstehen gilt. Und es geht munter weiter in eine Richtung. Anna-Luisa Haselsteiner mit dem 11-0. Sie kam vor etwas mehr als 10 Minuten für Mia Bedarf und trifft hier direkt gleich mal selber. Und bis zum Doppelpack dauert es auch nicht allzu lange, denn es dauert genau 2 Minuten. 64. Minute, Lea Rogge-Herper auf der Außenbahn bedient an Katrin Lau, die mit der perfekten Hereingabe, und Haselsteiner steht absolut richtig, markiert ihr 18. Saisontor. Der bisher höchste Sieg der Saison, das 12-0 gegen Hohen Limburg, ist somit eingestellt. Und es geht weiter nur in eine Richtung. Der BVB will bei dieser Meisterschaftsfeier, bei der Rückkehr hier ans Stadion Rote Erde, wirklich keinen Fan irgendwie auch nur eine Minute nicht entertainen. 70. Minute, 13-0. Diesmal darf Lea Rogge-Herper ran, 9. Saisontor für die 25-Jährige, die sich in einem Interview auf der Vereinswebsite dafür stark macht, dass ein verschüttetes Bier zum Kauf einer neuen Kiste verpflichten sollte. Durchaus gutes Argument und gute Argumente für die nächste Startelf-Nominierung sammelt auch Rogge-Herper, denn nur 5 Minuten später trifft auch sie ein zweites Mal. Hereingabe abermals von Ann-Kathrin Lau, und dann ist sie zur Stelle. Saisontore 9 und 10 in 5 Minuten. Torfrau Caroline Becker kann einem heute wirklich einfach nur leid tun. Sie muss schon wieder hinter sich greifen, und in der Folge lässt es der BVB dann aber endlich aus Wambeler Sicht etwas ruhiger angehen. Denn es dauert bis zur 87. Minute, also damit 12 Minuten bis zum nächsten Treffer. 15-0. Marina Jung bringt den Ball in die Gefahrenzone. Anna-Luisa Haselsteiner schnürt ihren Dreierpack, 19. Saisontor, mit einem wunderschönen Kopfball. Und das war's dann auch. Mit sage und schreibe 15-0 und damit dem höchsten Sieg dieser Spielzeit feiert der BVB nicht nur eine gelungene Wiedereinweihung des Stadions Rote Erde, sondern macht auch absolut verdient mit 19 Siegen aus 19 Spielen den vorzeitigen Landesliga-Aufstieg perfekt. Die Saison ging so schnell vorbei, aber wir haben uns so in Position gebracht, dass wir halt frühzeitig aufsteigen konnten. Das haben wir jetzt heute gemacht mit der Rückkehr in die Roten Erde. Das ist ein ganz besonderes Spiel für uns gewesen, ein ganz besonderer Tag. Und wir haben das jetzt frühzeitig fix gemacht. Das wollten wir auch haben. Das ist halt mega cool. Wir freuen uns, dass wir nächstes Jahr in der Landesliga spielen. Wir wollen jetzt die anderen Spiele natürlich auch noch gewinnen. Und ich denke, wir müssen jetzt erstmal ein, zwei Tage sacken lassen, weil das schon in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr viel war, was da auf einen eingepasst ist.